Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angus. Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind auf Schatzsuche und zwar geht es um den Löffelschlüssel, den wir beim Wicht gefunden haben. Und wir untersuchen jetzt mal den Keller der Fasanerie. Hier ist er wahrscheinlich gestohlen worden, denn die gute Mathilde war ja nachts immer unterwegs als Wicht und hat hier die Leute bestohlen und immer die Löffel geklaut. Wunderbare goldene Sonne. Ist hier der Weg nach unten zum Keller? Ja. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Witcher-Folge. Moin Moin. Danke für den Daumen hoch gestern. Rittergeschichten, leider schlecht ausgegangen. Aber man muss die Entscheidungen akzeptieren, für die man sich dann entscheidet im Spiel. Es gibt natürlich auch andere Leute, die spielen halt ein bisschen anders. Die laden dann sofort neu und machen sie die Quest anders, so damit, dass sie dann am Ende zufrieden sind mit ihrem Ergebnis. Das ist bei mir aber anders, weil wenn man schon Entscheidungsmöglichkeiten in dem Spiel hat, dann sollte man am Ende auch so spielen, dass man diese Entscheidung auch akzeptiert. Weil neu laden und sowas, das kann ja jeder. Das macht für mich irgendwie das Spielgefühl kaputt. Konsequenzen und verschiedene Ausgänge der Geschichten, das finde ich immer eher spannender. Okay, Knoblauch von Smigole, da ist das. Smigole Louis Circus, Andy Circus als Smigol. Ja, der Ringe, habe ich ja schon mal angesprochen. Die Schnur nehmen wir mal mit, hier das Ganze. Lies die Notizen, okay. Das Buch enthält hunderte von Rezepte, aber statt des Rezepts für Hase auf Bouclair-Art befinden sich auf der letzten Seite lediglich einige chaotische geschriebenen Zeilen. Bei Majorans seligen Wunden, ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchforst und endlich habe ich gefunden. Okay. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton. Ramses? Den Elfenpriester der Göttin Danamebi, dessen kulinarische Meisterleistung selbst von den modernsten Köchen unerreicht bleibt. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Bouclair befinden, finde ich alle seine legendären Rezepte. Ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Der Rest der Seiten ist mit einem großen, fettigen Fleck bedeckt. Aha. Finde Gortons Studio und suche nach dem Schätzen. Schätze eines großen Elfenmeisterkochs? Da habe ich mir aber ein wenig spektakulärer vorgestellt, die Belohnung. Komme ich zu spät, damit zu machen? Ich gehe nicht. Ich mache es einfach nicht. Das ist die Terrasse von dem Restaurant hier, ne? Ich will hier weg. Au. Jetzt sag ich es mal wieder. Schaden, ey. Jetzt ziehe ich mir eben eine Zwiebel rein. In den Wäldern von Bouclair. Das kann ja nicht so... Da, was? Das sind die Wälder von Bouclair? Das ist am Arsch der Welt da oben. Spontane Profite. Ja, ja. Das ist doch nicht in der Nähe. Muss ich mal zum Hof reisen, nach vorne. Ich dachte, die Wälder in der umliegenden Stadt. Das ist ja schon, ne? Außerhalb von allem. Okay, ist ein bisschen höher eigentlich vom Quest. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Ruinen einfach schon begutachten sollte. Ich mach's aber trotzdem. Hab jetzt Lust auf die Schatzsuche. So. Hier haben wir ihn schnell dran. Ja, mach erstmal die Lampe an. Mach jetzt die Lampe aus. Oh Gott, die Kerze nervt. Geh zum Schild, Geralt. Danke. Okay, also mal hoch nördlich. Ja. Das ist der dichteste Punkt hier dran, zu Basanehof. Ja, da hat die Reise schon auf jeden Fall länger gedauert, ey. So weit war es eigentlich gar nicht weg von hier aus, ne? Ja, ja, Schafe, halt den Rand. Das mache ich auf euch schön Ragout. So. Oh, da sind diese Leuchtehunde. Berittener Kampf. Bitte auch nicht. Nee, plötzlich sagt nein zum berittenen Kampf.
Zwei weniger. So. Mensch, ey. Plötzlich so ein Schisser. Da ist ja noch ein Hund. Du kommst aber spät. Deine Kollegen sind schon da. Nehme ich dich auch noch mit. Hä? Jetzt rennt er. Renn ich von mir weg. Törichtes Pferd, ey. Ups. Ja, reite halt gegen Pfosten, ne? Da sieht's doch schon ruinmäßig aus davor, ne? Elfenruinmäßig. Kaputt und überwuchert. Zerstört. Alles in Arsch. So, sind das hier Elfenstatuen? Oh, das ist Palpatine. Na, das geht schon. Kann ich da rüber springen? Oder muss ich sogar? So, muss ich hier oben suchen oder unten? Aha. Einfach noch Rezepte für Mutagenverzauberung. Ich denke mal, ich muss den Eingang finden, ne? Können natürlich auch... Na, das ist das Pferd. Eher dann weiter unten sein. Na, da will ich nicht runterspringen. Da bin ich wahrscheinlich tot. Wow, guck mal, es war mal ein prächtiges Gebilde. Da hinten eine Brücke noch, die da hinten hinführt. Und dann sind da noch weitere Ruinen. Auf der Seite, wo diese kaputten Bäume stehen. Ach, wie schön wohl das Elfenreich mal damals gewesen sein muss hier. Aber nein, die haben ja alle abgeschlachtet. Oder nicht alle, aber die meisten. So, ah, guck mal, hier geht's rein. Eingang sehe ich da vorne aber auch. Ein Höhleneingang. Ich denke mal, den nehme ich, oder? Oh, ein Tod. Hab's wieder geschafft. Ja, ja. Und genau deswegen sollte man nicht auf irgendwelchen alten Ruinen rumklettern und sonst irgendwas. Denn es könnten Sachen einstürzen, man könnte irgendwo runterfallen. Dann ist man halt tot, ne? Auch als Hexer. Lasst euch das eine Lehre sein. So, ich geh jetzt hier rein. Hallo. Aufgeschlossen. Der Schlüssel hat gepasst. Okay. Oh, Schatzkiste. Nice. Sind draußen Gegner? Okay, wir haben ja Rezepte für Pasta Etoile Blanche, für Honiggewürzkuchen, für Langustensuppe. Hey, die Langusten waren noch bei dem anderen Restaurant aus. 5 Rubine, Diamanten, Silberlöffel, ein Schwert und noch ein Rezept für kleine Mutagene in grün und blau. Geil. Finde ich gut. Ich dachte, man müsste vielleicht noch kämpfen. Vielleicht kann ich die Rezepte ja meiner neuen Köchin geben im Anwesen. Ich nehme hier nochmal den Wein mit. Was haben wir hier noch? Oh ja. Das sieht wichtig aus. Das sind coole Kräuter und so. Alchemistenzutaten. Geil. Das ist also die große Küche gewesen vom großen Elfenmagier hier unten. Sieht aber eigentlich noch ganz gut in Stand aus. Da haben wir aber leider nichts mehr. Okay, ich dachte, hier kommt doch mehr. War nur dieses Studio. Oder wartet es... Nee, da wartet etwas draußen auf mich. Eine Todesfee. Hör auf zu schreien. Was ein Nachschrei, ey. Geil. So. Die fand's wohl nicht so gut, dass ich da die Sachen mitgenommen habe. Und damit bin ich auch mit der Quest durch. Geil. War ja nicht so spektakulär, wie ich dachte. So, Schatzungen habe ich jetzt aber keine mehr. Das sind alles noch die alten Novigrad-Sachen und die brauche ich nicht mehr. Das ist 48, das Tofu-Monster. Das mache ich später.
Nebenquest haben wir hier dann noch einmal 46. Mache ich auch später. Gwent-Turnier fällt bei mir ja sowieso weg, weil ich eh keine Karten habe. 46 da. Also nur noch eine Nebenquest. Dann können wir uns hier wieder Richtung Hauptgeschichte begeben. Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen. Finde den Schuhputzer aus der Vision. Genau. An den Docks war der ja noch. Ja. So. Gucken, ob ich hier den Schnellreisepunkt da wieder finde. Da war doch hier gleich das Dorf. An den Docks muss man sowieso wieder zurück in die Stadt, ne? Die Erscheinung war auf jeden Fall ein wenig überraschend, dass da eben noch was kam, so eine Todesfee. So, okay, haben wir doch schon das Schild. Das werde ich verwenden. Und nicht nochmal in den Tod stürzen heute. Oh, da ist ein Friseur. Ja, da sind die Docks. Ja, perfekt, kann ich doch genau dahin. Also, Hafen von Buclair, ich komme. Da sind wir schon. Hier tobt wieder das Fischerleben. Schöner Hafen eigentlich an sich. Willkommen in Buclair. Dankeschön. Stadt der Liebe. Hallo. Nett, wenn man hier so willkommen geheißen wird. Was darf sein? Weiß ich nicht. Was hast du ein Angebot? Meine Augen sind hier oben, Fremder. Und was darf es sein? Oh, kann man sich nicht kaufen. Schade. Die würde sich gut auf meinem Anwesen machen. Okay, da ist der Platz mit dem Schuhputzer. Die Frage, wen muss ich finden? Das Kind? Welche In der Erklärung Vision war ja auch ein dafür? Junge. Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Geht dich nichts an. Sein Vater? An sich geht ihn das wirklich nichts an, wer er hier ist. Ne? Es geht halt nur darum, dass sie den Jungen hier nicht terrorisieren sollen. Der macht nur seinen Job. Der will nur wissen, was verdienen, weißt du? Und der putzt immerhin eure Schuhe. Also. Ihr müsst nur wissen, dass niemand den Jungen anfasst, solange ich hier bin. Richtig. Ach ja? Dann schnappen wir ihn, wenn du nicht hier bist. Versucht es, und ich werde euch finden. Ist das eine Drohung? Ein Versprechen. Lasst ihn zufrieden und verpisst euch. Oh nein, von Schafsfickern lassen wir uns nicht beleidigen. Hey. Zuerst das Schwein, dann das Ferkel. Auf ihn! Ganz langsam. Na gut. Nichts überstürzen. Und zängelt ihn! Wir werden dir helfen, mit den Tügern gemeinsame Sache zu machen. Was? Darf ich nicht töten? Verlieren wir die Nerven. Alter! Darf ich mal aus der Ecke hier raus, ey? Dankeschön. Schlechte Idee. Ja, war auch eine schlechte Idee. Ich muss mir erstmal Dürrfleisch reinholen. Drei Gegner beim Faustkampf ist echt ein bisschen ätzend. Ach komm! Wie bin ich denn da gestolpert? Ich hätte noch Lebenspunkte. Ich habe auch gerade noch Trockenobst gegessen. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Mir das Leben schwer? Nichts, es gab ein Missverständnis? Nein, die machen mir das Leben schwer. Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Ja, finde ich gut. Na los,
So. Auch mal andere für sich arbeiten lassen. Du Mann, war das schlecht. Nicht schlecht, Herr. Das war schlecht. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Der Kampf war schlecht. Zugegeben. Okay, Duo, was meinst du denn damit? Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrennen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Ja, ist ganz schön clever, der Kleine, ne? Es ist aber auch blöd, dass man, kämpfst du gegen drei Leute im Faustkampf und dann kannst du als Hexer plötzlich dann nicht deine Zeichen benutzen, warum auch immer, oder, keine Ahnung, Schutzschild aufbauen oder die verhexen. Nö, da geht's halt um den Faustkampf. Okay, ich möchte mit dir über Detlef sprechen, auf jeden Fall. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment, setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Hm, da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stand, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. So, will er ganz schön hier viel, also ganz schön viel vor. Sich selbst selbstständig machen. Er fordert euch Täuschung 2, ich gebe dir nichts. Na komm, der Junge, warum nicht? Ich kann ihm ruhig was geben. Die 500 habe ich. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie den verzaubern. Ich habe ja dieses Täuschung gelernt, habe es nur nicht ausgerüstet. Verhandeln wir. Mal gucken. Na gut. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Ach komm, wir geben ihm die ganzen 500. Das ist ein cleveres Bürschchen. Irgendwie mag ich den. Ich gebe dem alles. Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. So, hat er verdient. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole, wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Okay. Der Mann ist merkwürdig, aber war immer nett zu ihm.
Hey, schubst mich nicht, Regis. Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. Müssen wir mal meine Lebenspunkte regenerieren. Das Dörrfleisch ist, das Dörrobst ist zwar schon nicht so schlecht, aber kurz hier hinsetzen, komm. Regis, warte mal kurz. Du bist Vampir, du hast Zeit. So, jetzt können wir weitergehen. Wegen der Schlägerei hatte ich ganz schön wenig. Da unten ist eine Färberei und so, ne? Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Die mit der roten Tür. Ja, die sehe ich. Und die ganzen Raben, die da auf dem Dach sitzen, die sehe ich auch. Ein Spielzeugladen. Okay. Der verrückte Spielzeugmacher. Der wird's wohl sein. Soll ja ein merkwürdiger Typ sein. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen: Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Okay. Warum nicht gleich so? Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden. Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Zu langweilig, alles klar. Erstmal für den Start. Sich Geld zusammenklauen und danach irgendwie ein großes Geschäft aufbauen. Das wäre dann nicht so langweilig. Detlefs Haus. Baut er die ganzen Spielzeuge? Oder wohnt er hier nur? Nilfgaard-Spielzeug. Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Der hält sich die Raben hier wahrscheinlich genauso wie Regis sie sich hält beim Friedhof, ne? 600 Erfahrungspunkte. Geil. So, wir fangen mal hier an. Genau die Kerze, die wollte ich. Ich will nichts nehmen, ich will das da untersuchen. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Verstörend? Hast du Angst vor Spielzeug? Regis, du stehst voll im Weg. Ich komme nicht durch. Nimm deinen fetten Arsch weg aus dem Gang. So. Was haben wir denn hier in der Kiste noch drin? Ein Lederbike, eine Puppe. Ja, gib mal mit. Okay. Spielzeug, wo man hinschaut bisher. Gehen wir mal hoch. Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also Gesicht? Sein Nest. Sehen wir uns um. Ist das an die Wand gemalt? Ja. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das seine Flamme? Ich weiß es nicht. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Ja. Die Herzogin vielleicht so ein bisschen? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber... Interessant. Auf jeden Fall bedeutet die ihm was. Sonst hätte er ja nicht so ein großes Bild von ihr an der Wand. Ein verdächtiger Brief. Okay, was steht denn drin? Was Verdächtiges wahrscheinlich. Detlef van der Eretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie.
Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Okay, der wird erpresst. Seine Geliebte haben sie wahrscheinlich gehört. Renewet. Der Name sagt mir jetzt nichts. Deswegen war er auch so mit sich nicht mehr zufrieden, als er den Typen in der Vision getötet hat. Da hat er sich ja danach selber die Hand abgeschnitten, weil er damit nicht, also um sich selbst zu bestrafen, weil er den Typen ja getötet hat. Aber er musste es halt tun, wegen der Frau. Das macht auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Sinn alles. Okay. Hast du eine Idee, wer ihn erpressen könnte? Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Okay, und wer ist dann diese Renewet? Oder Renewet? Wer ist Renewet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Ja, jetzt wäre sie auch vermisst. Warum gelte er, warum glaubt er denn dann, dass sie als vermisst gilt? Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat. Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Okay. Hat Detlef nach ihr gesucht? Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire. Keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht. Monatelang. Aber Renewet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Aber jetzt wurde sie wirklich entführt. Renewet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Ja, zum Töten ist er offenkundig bereit. Eben. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Okay, suche mit Hilfe deiner Hexersinne im Spielzeugladen nach weiteren Hinweisen. Das werde ich auch tun. Machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Es ist immer wieder spannend, aber es ist auch die Hauptgeschichte. Die ist natürlich sehr, sehr, sehr exzellent ausgearbeitet bisher. Okay, es geht in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge. Und dann finden wir hier weitere Geheimnisse im Spielzeugladen. Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Ciao.